Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder eine Torte, wer hätte das gedacht? Und zwar eine ganz schnelle und einfache, aber dafür traumhaft leckere Weihnachtstorte. Ihr sollt ja auch ein paar Torten zur Auswahl haben. Welche ihr nun macht, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch heute eine Spekulatius-Mandarinentorte, die man nicht backen muss. Und deswegen geht sie auch ganz schnell zuzubereiten. Und ihr könnt sie auch gut einen Tag vor dem Fest zubereiten, denn sie kann ruhig etwas durchziehen und dann schmeckt sie umso besser. Sie besteht aus einem leckeren Spekulatius-Krümelboden, der super einfach hergestellt ist, und einer Füllung, einer No-Bake-Füllung aus Quark, Zimt, Sahne, Orangensaft, wer möchte Amaretto und natürlich der wunderschönen Dekoration mit den Spekulatius, der Sahne und den Mandarinen. Und ich finde, sie ist super schön, sie ist super fruchtig und leicht. Und ja, genau das Richtige für so ein leckeres Essen an den Feiertagen oder auch natürlich zu einem Adventssonntag. Heute, so kurz vor Weihnachten, ist ein ganz besonderer Gewinn im Türchen, und zwar der Saug- und Wischroboter der Firma Tesfor. Ich habe den Roboter auch daheim und der leistet mir jeden Tag wirklich gute Dienste. Ich lasse ihn auch mehrfach in der Woche putzen, also wirklich wischen, und das klappt auch sehr gut. Das hätte ich nie gedacht. Also mein alter Saugroboter, der konnte sowas nicht, und deswegen bin ich ziemlich begeistert von dem Teil. Man kann es auch sogar per Handy-App steuern. Also das ist wirklich ein tolles Teil. Es lässt sich super easy rein. Und ja, ich darf heute eins dieser wunderbaren Teile, dieser kleinen Haushaltshelfer, verlosen. Was ihr tun müsst, um den Roboter zu gewinnen, einfach auf den Blog vorbeigehen. Ich habe euch alles in der Infobox verlinkt oder hier auf dem kleinen i. Da findet ihr auch das Rezept zum Ausdrucken, was ich euch gleich zeigen werde. Und dort seht ihr auch die Gewinnfrage und was ihr kommentieren sollt. Beziehungsweise, wenn ihr hier dann unter dem Video kommentiert, hüpft ihr doppelt in den Lostopf, also ganz wichtig, auf dem Blog und hier kommentieren, dann gibt es eine doppelte Gewinnchance. Jetzt geht es gleich los in die Zubereitung unseres super schönen Weihnachtsrezepts. Das sind die Zutaten für den Boden, wirklich nicht viele: Butter, Spekulatius und ein Teelöffel Backkakao. Die genauen Mengenangaben für das gesamte Rezept findet ihr bei mir auf dem Blog, findet ihr hier unten in der Infobox verlinkt, beziehungsweise auf dem kleinen i, das habe ich ja eben schon gesagt. Die werden wir uns jetzt fein mahlen, und wenn ihr keinen Mixer habt, worin ihr das machen könnt, dann einfach in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Rollholz draufhauen oder eben mit irgendwas draufhauen. Hauptsache, sie werden fein. Man kann es auch mit den Fingern machen zur Not. Die werden wir uns zerlassen und dann kommt das Ganze in einen Topf, wird vermischt und schon ist unser Boden fertig. So, meine Krümel sind fertig. Wer einen Thermomix hat, kann das Ganze natürlich auch direkt im Thermomix machen und muss das jetzt nicht umfüllen. Aber ich fülle mir das natürlich jetzt um für euch, damit ihr es sehen könnt. Da gebe ich jetzt die Butter hinzu. Die habe ich mir schön zerlassen in der Mikrowelle. Und damit es schön schokoladig wird, einfach noch den Teelöffel Backkakao hinzugeben. Und das Ganze gut verrühren. Oh, und das duftet wahnsinnig lecker. Und es geht einfach sowas von schnell, denn jetzt ist unser Boden auch schon fertig. Das ist einfach ein klassischer Krümelboden. Das könnt ihr mit allen Keksen machen, die euch gefallen. Einfach immer ein bisschen Butter dazu. Und das Ganze jetzt in die Form geben und schon ist unser Kuchenboden fertig. Und ihr werdet sehen, es schmeckt nachher wunderbar. Ich nehme mir jetzt meine 26 cm Kuchenform, da ich auf der Platte servieren werde, gar kein Backpapier mit hinein, sondern gebe jetzt meine Krümel hier direkt auf den Boden. Wenn ihr das Ganze nochmal umsetzen wollt, dann solltet ihr ein Backpapier einspannen. So, muss auch nicht eingefettet werden, wir geben es einfach hier rein, die Masse. Und drücken Sie jetzt in der Form fest. Das Ganze natürlich möglichst gleichmäßig festdrücken. Man kann so einen Boden übrigens auch kombinieren mit einem Biskuit. Dann einfach noch meinen Biskuit dazu backen, vielleicht mit ein bisschen weihnachtlichen Gewürzen drin und den noch drauflegen. Das geht natürlich auch. Aber diese Torte lebt ja davon, dass sie wirklich ganz, ganz schnell zubereitet ist und dass man keinen extra Aufwand hat. Und das Ganze kann jetzt einfach mal kalt gestellt werden, damit der Boden anzieht, die Butter anzieht und er dann auch fest wird. Ja, und wenn ihr jetzt so wie ich ein paar Krümel habt fallen lassen auf den Boden, dann lasst ihr einfach euren Saugroboter fahren. Wenn jetzt auch noch was verschüttet ist, dann könnt ihr auch einfach
den Wasserbehälter. Also ihr seht hier das Wasser und der kann auch gleichzeitig noch saugen, hier hineingeben und ihn dann wischen lassen. Das zeige ich jetzt auch noch mal kurz und dann geht es weiter im Rezept. Und jetzt dreht er halt so lange, bis hier dieser Fleck einfach gereinigt ist. Man sollte natürlich alles aus dem Weg räumen, was so im Weg steht. Hier jetzt zum Beispiel meine Kamera. Ja, und schon ist der Boden wieder sauber. Also echt ein geniales Gerät. Für die Füllung der Torte werden wir uns jetzt erstmal die 250 ml Sahne steif schlagen. Einfach mit 2 Esslöffeln Puderzucker und fertig ist. Und dann können wir sie gerade kalt stellen. Immer erst ein bisschen anschlagen. So, und wenn die Sahne so schön steif ist, wichtig ist, immer schön gekühlte Sahne verarbeiten, dann geht es einfacher. Dann können wir die gerade beiseite stellen, am besten kalt stellen und machen uns noch den Rest für die Füllung fertig. So, dafür gebe ich mir jetzt den Mascarpone in einer Schüssel. Den Quark. Ich habe Halbfettstufe genommen. Den Honig. Den restlichen Puderzucker, den Vanillinzucker oder Vanillezucker könnt ihr natürlich auch nehmen und den Zimt. Jetzt reibe ich mir noch die Schale einer Bio-Orange dazu, einfach für den schönen, frischen und weihnachtlichen Geschmack. Und dann presse ich die Orange aus und gebe noch ein bisschen Saft dazu. Ihr könnt wahlweise aber auch etwas Amaretto nehmen, also entweder 50 ml Orangensaft oder 50 ml Amaretto. So, den Orangensaft hinzugeben, habe mir die Orange gleich noch ausgepresst, 50 ml. Und dann haben wir alles beisammen. Das Ganze können wir uns jetzt schön verrühren, vorsichtig erstmal. Auf niedriger Stufe. Zwischendurch natürlich wie immer einfach mal gerade kurz noch runterkratzen, dass wirklich alles mitkommt, dass nicht der Zimt hängen bleibt am Rand. Und wenn alles so schön glatt gerührt ist, dann können wir uns jetzt erst die Sofortgelatine unterrühren und dann die Sahne unterheben. Und natürlich könnt ihr auch stattdessen Agar-Agar verwenden oder Agatine oder sonstige Festigungsmittel. Die Sofortgelatine kann während des Rührens einfach dazugegeben werden und dann können wir uns die Sahne unterheben. It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. So, und ihr seht, es wird auch direkt fest, deswegen jetzt schnell die Sahne noch unterheben, damit da nichts klumpt. Auch nochmal gucken, dass nichts an der Seite hängen geblieben ist, dann sollte das auch gut funktionieren. So, die Sahne gerade oben drauf geben und dann unterheben, also gerade unterrühren auf kleiner Stufe oder auch mit dem Spatel unterrühren, das ist ganz egal. Ich mache es jetzt erstmal mit dem Spatel so ein bisschen und dann rühre ich noch vorsichtig unter. So, erstmal so ein bisschen und dann mit dem Rührgerät noch richtig schön homogen verrühren.
So, und das reicht auch schon. Unsere Creme ist fertig und kann jetzt auf den kalten Boden gegeben werden. So, meine Form war im Tiefkühlfach. Der Boden ist richtig schön fest geworden. Das seht ihr hier. Also richtig fest. Das heißt, durch die Kühlung wird sozusagen dieser Boden gebacken. Wer das noch nicht kennt, der sollte das unbedingt einmal ausprobieren. Das ist wirklich klasse. Und jetzt gebe ich hier einfach die Füllung auf den Boden. So, jetzt schön verstreichen. Zum Glattstreichen nehme ich jetzt meine Palette, wie immer. Schaut, dass eure Torte wirklich richtig schön glatt ist, denn hier oben kommt dann ja nur noch die Mandarinenschicht oben auf und der Tortenguss, der klare, und dann eben die Sahnedekoration und dann ist eure Torte auch schon fertig. So schnell ging das. Boden und Füllung der Torte sind fertig. Ich werde die Torte jetzt über Nacht kalt stellen. Ihr könnt sie auch 4 Stunden kalt stellen, aber sie muss halt jetzt noch eine Runde kühlen, auf jeden Fall. Die Torte war bei mir über Nacht auf dem Balkon und ist schön kalt geworden und ganz, ganz gut fest geworden. Jetzt fehlt nur noch der Belag aus den Mandarinen und der klare Tortenguss. Das muss dann kurz aufgekocht werden, das wird dann hier drüber gegeben und dann ist unser Belag auch schon fertig. Dann brauchen wir nochmal eine kurze Kühlzeit, am besten dafür den Kühlschrank freihalten oder die Tiefkühltruhe und dann kann man sich in der Zeit die Sahne schlagen und die Torte final dekorieren. So, die Mandarinen habe ich mir jetzt hier gut abgetropft. Das sind so ungefähr 350 Gramm. Und ich hebe sie mir ja einfach so jetzt kreisförmig auf mein Törtchen. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie theoretisch auch pürieren, ganz nach Belieben. Ich lege sie jetzt einfach so hier in einer Spirale ringsrum. Guck mal, ob ich auskomme. Das waren jetzt so 2 kleine Mandarinendöschen. Ich habe aber auch noch welche im Vorrat, falls ich noch mehr benötige. Also ich brauche schon noch etwas mehr, habe ich gemerkt. Noch eine weitere Dose. Fertig. Also ihr benötigt etwa 400 Gramm Mandarinen. So, jetzt werden wir uns den Guss kochen. Dafür mische ich mir jetzt einfach den Tortenguss mit dem Zucker hier in dem kleinen Topf. Vanillinzucker dazu und das gerade vermischen. Dass es gut sich miteinander verbindet. Und jetzt geben wir uns die Flüssigkeit dazu. Und das ist ja in dem Fall unsere Abtropfflüssigkeit von den Mandarinen. Schön glatt rühren. Und natürlich den Amaretto oder Orangensaft. Ich nehme jetzt Orangensaft. Aber wie gesagt, da könnt ihr nehmen, was euch zu den Mandarinen schmeckt. So, und jetzt muss das Ganze einmal kurz aufgekocht werden und dann kann es schon auf dem Obst verteilt werden. Das Ganze unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. Jetzt kurz aufkochen lassen und dann gleich runternehmen und sofort auch auf den Mandarinen verteilen. Das reicht auch schon. Und das Ganze jetzt sofort von der Mitte aus ausgehend hier verteilen. Am besten mit einem Löffel, dann kann man es gut positionieren. Und dabei jetzt nicht lang warten, weil der Guss natürlich anzieht. Ich glaube, ich gieße das mal aus, dann geht es schneller. Und wer Fan von mehr Guss ist, der kann natürlich auch mehr zubereiten. Schauen, dass überall gleichmäßig alles verteilt ist. Fertig ist unser Guss auf der Torte. Jetzt stelle ich sie gerade mal eine Viertelstunde oder eine halbe ins Tiefkühlfach und in der Zeit schlage ich mir jetzt die Sahne und hole schon meine Dekorationsspekulatius heraus und dann können wir die Torte final dekorieren, gerade kurz noch kühlen und dann anschneiden. Jetzt schlage ich mir gerade kurz noch die Sahne steif. Dazu erstmal kurz anschlagen, sie sollte gut gekühlt sein und ich werde 2 Teelöffel Sanapa dazugeben und etwas Vanillinzucker. Sanapa dazu. Und
und den Vanillinzucker und das Ganze weiter verrühren, bis es schön steif ist. Wenn die Sahne so schön steif ist, Messerschnitt sollte sichtbar bleiben, beziehungsweise sie sollte Spitzen ziehen. Dann könnt ihr sie in einen Spritzbeutel mit Sterntulle füllen und wir können uns die Torte final dekorieren. Ich werde jetzt diese Tulle hier verwenden. Das ist eine französische Sterntulle, also eine etwas feinere Sterntulle. Aber ihr könnt natürlich auch die 1M verwenden. Die finde ich bloß bei mir gerade nicht. Die ist vielleicht irgendwo in der Weihnachtsbäckerei verschwunden. Ja, und jetzt können wir uns die Sahne hier in den Spritzbeutel geben. Nicht zu voll machen, damit er sich noch gut halten lässt. Und los geht's. Und das Ganze einmal ringsrum. Ich spritze mir jetzt einfach noch einen Kranz aus Sahne hier außen rum. Einfach so Tuffs. Kann man dann auch nochmal schön andrücken. Da jetzt noch etwas Sahne übrig ist, werde ich den auch noch verteilen. Also ein bisschen versetzt spritzen. Ja, fertig ist das Törtchen. Ein bisschen darauf achten muss man, dass das hier rund bleibt und sieht etwas komisch aus. Aber ja, sehr hübsch und wir werden sie jetzt probieren. Dann werde ich das leckere Törtchen einmal anschneiden. Kaffee habe ich mir schon gemacht. So lecker sieht's aus. Total cremige Füllung. Super schöner Boden. Am besten ein Wellenschliffmesser verwenden und die Torte wirklich sehr, sehr gut kühlen. Sehr, sehr schöne Torte. Super lecker. Kann noch ein bisschen mehr gekühlt sein, natürlich. So, alles ist schön hergerichtet. Ich werde das Törtchen probieren. Es duftet auf jeden Fall wunderbar adventlich. Und ich finde, es geht super schnell und schmeckt, ich habe ja schon genascht, vorhin bei der Creme traumhaft lecker. Aber jetzt in der Kombination bin ich sehr gespannt. Ach, göttlich. Schmeckt super, super weihnachtlich, super lecker. Also der Boden ist knusprig und schmeckt total gut nach Spekulatius. Und dann die Creme so ein bisschen zimtig und nach Mandarinen. Also es ist wieder eine perfekte Kombination für Weihnachten. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Rezept einmal auszuprobieren. Definitiv. Das war meine wunderschöne, schnelle und einfache Mandarinen-Spekulatius-Torte. Ein tolles Rezept. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann bitte hinterlasst mir eine positive Bewertung und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr auch kein Video von mir mehr. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Und schickt mir dazu eure Fotos auf Facebook, auf Instagram, freue ich mich immer drüber. Jetzt bleibt nur noch zu sagen, viel Glück beim Gewinnspiel und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss!